Und die Russen natürlich auch. Ne? Die Ukrainer mit uns oder keinem, die Russen nur mit uns. Die Russen natürlich sind dann hauptsächlich geworden und haben die Mitarbeiter gestellt. Aber es war natürlich auch schon so, dass man heute nicht mehr die Küste sieht, aber gleich jetzt wieder gesehen habe. In dem Assoziationsverfahren war auch eine Militärbeschreibung zu erheben. Also die, dann, von NATO war noch nicht die Rede, aber es ging darum, dass die beiden, das EU und Ukraine auch militärisch sich stärker verbindet. Und das war natürlich von Russland dann irgendwie die Rechnung war natürlich rechtfertigen, aber.